gehalten wurde, weil zu viele Teilnehmer dabei waren, haben wir Ars Nova genutzt. Das wurde an der Technischen Hochschule Mittelhessen entwickelt. Es gibt viele verschiedene elektronische Feedback-Systeme, die auch unterschiedlich heißen können. Electronic Voting System, Public Response System, Classroom Response System und so weiter. Oder auch einfach nur Clicker. Damit ist auch eine Hardware verbunden, ein Gerät mit Auswahlmöglichkeiten wie bei Wer wird Millionär, dass man bestimmte Fragen auf verschiedene Art mit A bis D zum Beispiel beantworten kann. Das Besondere an Ars Nova ist, es ist als Web-App verfügbar, es ist gratis. Damit kann man nach dem Konzept BYOD, Bring Your Own Device, arbeiten, mit Smartphones, Tablets, Notebooks, theoretisch auch mit PC, aber den kann man nicht mitnehmen. Und da wird im Vorhinein vom Professor, von der Professorin, vom Dozenten, der Dozentin Fragen vorbereitet. Die können natürlich auch in der Lehrveranstaltung vorbereitet werden, wenn Zeit dazu ist, aber die werden dann auch zur Verfügung gestellt und während der Lehrveranstaltung von den Studierenden, von den Hörenden beantwortet. Es gibt auch die Möglichkeit, jederzeit Live-Feedbacks zu geben. Ich bin eben hochgelaufen, tut mir leid. Ob man der Veranstaltung folgen kann, ob sie vielleicht zu langsam ist, ob man gut mitkommt oder nicht. Neben diesen Möglichkeiten gibt es natürlich auch technisch gesehen 3 Fragekategorien, Grundfragetypen, die natürlich auf ihre didaktische Implikation betrachtet, auf verschiedene Grundfragetypen erzeugen können. Das hatten wir im letzten Jahr auch beim Netzwerktag vorgestellt. Dazu deswegen auch ganz kurz, also es gibt Meinungsabfragen, Reflexionsfragen und als Beispiel hier zum Beispiel die Brainstorming-Frage, die natürlich als Freitext am meisten Sinn macht. Oder auch wenn man Rahmen vorgeben kann, auch als Multiple Choice. Ein Beispiel war in dem Seminar vom letzten Jahr, in dem Seminar Ästhetisches Verhalten von Kindern und Jugendlichen oder auch einfach zur Entwicklung der Kinderzeichnung am Institut für Kunstpädagogik natürlich. Wurde unter anderem diese Frage gestellt als Brainstorming-Frage, was für ein Sinnzeichen hat Hans, 3 Jahre, 8 Monate alt, mit seinem Konzeptkritzel gesetzt? Auf diese Frage haben die Studierenden in Freitext geantwortet, da sind verschiedene Antworten zustande gekommen. Die Antworten wurden dann gebündelt und anschließend präsentiert und das hat zu einer Diskussion geführt und auch eine Diskussion eröffnet. Wichtig ist, dass die Antworten eben vor der ganzen Gruppe direkt gezeigt werden. Also die Eingabe passiert sozusagen live und es kann betrachtet werden entsprechend. Wir haben jetzt versucht, diese Veranstaltung zu evaluieren. Dazu wurde am letzten Termin, vorletzten Termin, eine 25-minütige Gruppendiskussion geführt mit allen Studierenden im Hörsaal selbst. Es gab ein paar Impulsfragen, die wurden gestellt von einem Studenten, der an der Veranstaltung selber nicht teilgenommen hat, um auch ein paar Erzählelemente zu generieren, dem man dies und jenes erklären musste. Der Dozent, also in dem Fall ich selber, war nicht anwesend und diese Gruppendiskussion wurde nach der Audioaufnahme dann transkribiert. Wichtig ist, dass diese Transkription ausgewertet wurde, kodiert wurde nach dem Technology Acceptance Model, was Herr Chamukka jetzt kurz vorstellen wird. So, zur Evaluation des Eisansatzes haben wir, wie Herr Pees schon gesagt hat, das Technology Acceptance Model zugrunde gelegt und genutzt, auf Deutsch Technologie-Akzeptanzmodell. Das ist ein Modell zur Untersuchung der Nutzungsakzeptanz von technischen Systemen. Hier ist ein ganz vereinfachtes Schaubild. Ich gehe auch davon aus, dass einige das kennen. Es ist ein relativ altes Modell von 1989 von Venkatech, wenn ich das richtig ausspreche, und Davis entwickelt. Und 2000 wurde das dann auch weiterentwickelt, wo das dann auch Faktoren berücksichtigt wie Umwelt, Freiwilligkeit, Jobrelevanz und so weiter. Das ist ein einfaches Modell, wie es in der Wissenschaft üblich ist, um die Nutzung und die Akzeptanz geordnet zu untersuchen, um sie möglichst dann auch zu optimieren. Zum Schaubild kurz. Aus der wahrgenommenen Nützlichkeit und dem Nutzungskomfort, das ist hier links, kann man bzw. ergeben sich die Grundeinstellung zur Systemnutzung, die ist emotionaler, grundlegender Art und ist eher allgemein zu verstehen. Bezieht sich auch auf Vorerfahrungen
und kann natürlich auch in der Art auftreten, dass neue Erfahrungen gewonnen werden. Weiterführende ist die Absicht zur Technologie der Nutzung, das ist unten rechts. Die ist eher reflexiv und stellt eine Weiterentwicklung dar. Und das ist eigentlich auch der entscheidende Punkt, weil wenn man es schafft, aus der wahrgenommenen Nützlichkeit, dem wahrgenommenen Nutzungskomfort, den man vorher versucht hat, möglichst in positiver Weise zu beeinflussen, eine Grundeinstellung bezüglich der Systemnutzung zu entwickeln, die positiv ist und auch an gute VR-Erfahrungen anknüpft, dass sich eine Absicht zur Nutzung der Technologie entwickelt. Vielleicht kurz dazu, jetzt werden wir einzelne Elemente dieses Modells nochmal genauer untersuchen, weil in der Evaluation wurden Interviews geführt und die Aussagen werden mit diesem Modell nochmal genauer untersucht. Also die Grundfrage lautet, inwieweit dieses Audience Response System, was die auf ihrem Smartphone haben und nutzen, von ihnen subjektiv, individuell und auf welche Art und Weise angeeignet wird, auch als Anregung für andere Lehrende, dieses Modell zugrunde zu legen, um die Aneignungsmöglichkeiten dieses technischen Systems näher auch zu erkunden. Gerade im Schaubild hatten wir dieses Element Grundeinstellungen bezüglich der Systemnutzung. Eine Grundeinstellung, die sich gezeigt hat, war die individuell empfundene Wertschätzung durch dieses Audience Response System. Ein Zitat dazu: In anderen Vorlesungen, in anderen Fächern, da hat der Professor ja gar keine Ahnung, ob die Studis das vielleicht schon wissen oder ob das alles klar ist für alle ist oder wie ist überhaupt die Atmosphäre. Und hier hatte man so einen guten Überblick, was die Studenten überhaupt wissen, hatten wir auch heute schon angesprochen, diesen Aspekt. Das fand ich schon sehr gut, also das fehlt sehr oft. Man erkennt, dass hier eine individuelle Wertschätzung dadurch passiert, dass Fragen gestellt werden, diese Fragen beantwortet werden, dass sozusagen der Lernstand der Gruppe erhoben werden kann und man das Gefühl hat, darauf wird auch eingegangen und entsprechend auch die Lehrveranstaltung ausgerichtet. Zudem werden durch Brainstorming-Fragen, wie wir sie gerade kurz gezeigt hatten, auch eine individuelle Wertschätzung empfunden, weil nämlich mein eigenes Ergebnis plötzlich vorne auftaucht und als Teil des Gesamtergebnisses mit diskutiert wird. Es wird ein Vergleich gezogen zu den konventionellen Vorlesungen, wo das System nicht eingesetzt wird, wo diese Wertschätzung nicht so stark ist. Diese Folie handelt von der Grundeinstellung bezüglich der Systemnutzung auch nochmal. Hier geht es jetzt aber nicht um die individuelle Wertschätzung, sondern um die Zusammengehörigkeit als Großgruppe. Ein Zitat daraus aus der Gruppendiskussion: Das ist ein schönes Gesamtbild, so von der Gruppe oder Stimmungsbild. Unsere gemeinsamen Ergebnisse lassen ein spannendes Gespräch entstehen. Die Antworten werden vorne projiziert. Wir hatten das ja auch an diesem Säulendiagramm beispielsweise gesehen. Und dadurch empfindet sich die Gruppe offenbar als Gruppe, weil sie nämlich gemeinsam etwas schafft. Sie partizipiert an einem Ergebnis, was vorne zu sehen ist. Man könnte es auch als Weisheit der Viele bezeichnen. Daraus entsteht ein Gespräch im Plenum. Und was ich als Lehrender auch viel empfunden habe, ist, dass sehr viel gelacht wird, nämlich beispielsweise bei den Säulendiagrammen, die ja vielleicht erstmal sehr technisch wirken. Während wir schon anfangen, darüber zu sprechen, tippen die aber auch teilweise noch Änderungen ein und dann bewegen sich die Säulen und dadurch gibt sich auch nochmal ein anderes Bild, auch ein anderes Stimmungsbild eventuell oder andere Auffassung, sodass sich die Gruppe gleichzeitig auch als dynamisch selber wahrnimmt. Was auch zur Gruppendynamik gehört, ist die Kommunikation in Partnerarbeit oder Kleingruppen. Das haben wir der Absicht und Handlungsdisposition zur Nutzung der Technologie zugeordnet, also der Intention to Use. Dazu gleich später, warum das nicht zur Grundeinstellung gehört oder eher zur Absicht gehört, Absicht zur Nutzung. Wir haben verschiedene Dinge da gesehen. Erstmal das Zitat: Manchmal war es so, dass ich keine Verbindung hatte. Und dann habe ich mit meiner Sitznachbarin, die Verbindung hatte, mit aufs Handy geschaut und dann haben wir gemeinsam irgendwie abgestimmt. Also das hat auch schon irgendwie die Kommunikation gefördert.
Das haben wir dann auch eben in den Interviews gesehen, dass das Strukturmerkmal Zusammengehörigkeit durch Partizipation eben nicht von individueller Abhängigkeit von Geräten, mobilen Endgeräten abhängig ist. Dieser Nachteil hat sich auch zum Positiven gewendet, dass die Studierenden in Kleingruppen zusammengekommen sind oder auch in Partnerarbeit zusammengekommen sind und auch kommunikativ und nochmal interaktiv miteinander gearbeitet haben. Und der Unterschied ist hier, warum das eben keine Grundeinstellung ist, die erstmal sich an Grunderfahrung orientiert und emotionaler Art ist, was natürlich auch hier der Fall ist, ist, dass hier konkrete Potenziale vorhanden sind, die zu einer absichtsvollen Handlung führen können und die auch eine eigenständige Weiterentwicklung erlauben können. Denn durch dieses kollaborative Element der Peer Discussion, während die Studierenden miteinander arbeiten, sehen Sie ja, wie Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen mit diesem System umgehen. Das heißt, Sie erfahren eine Perspektivenvielfalt, was als Vorläufer einer reflexiven Nutzung des Systems führen kann. Allein die Tatsache, dass Sie da sitzen, auch mal zuschauen, wie das genutzt wird, können Sie sich Szenarien ausmalen, wie Sie das selbst später auch in anderen Kontexten weiterführen können. Und hieran schließt jetzt das letzte Zitat an, so ein Szenario. Ich studiere Grundschullehramt und ich glaube, dass das für die Kinder super animierend sein kann, denn das macht auf jeden Fall die Stunde spannender. Und an den Zeitpunkten, wo die Aufmerksamkeit ein bisschen gesunken ist, dann ist das da schon sinnvoll, das anzuwenden, damit die Kinder wieder dabei hat mit etwas, was auch zum Thema passt. Das wird schon bestimmt sehr spannend. Unabhängig davon, ob man dieses Audience-Response-System in der Grundschule einsetzen sollte, im Klassenraum, ist für uns interessant, dass eben die Studierenden sich über eine Einsatzmöglichkeit, eine Handlungsmöglichkeit in ihrem späteren Berufsbild von sich aus Gedanken machen, ohne dass sie dazu aufgefordert werden. Okay. Kommen wir direkt zum Fazit aufgrund der knappen Zeit. Also wir haben gesehen, dass das Technology Acceptance Model ein hilfreiches Modell zur evaluativen Auswertung sowie vertieften Verständnis der Nutzungsakzeptanz beigetragen hat und wir konnten damit eigentlich relativ gut die Grundeinstellung zu dem eingesetzten ARS ermitteln. Die Nutzung des ARS im Hörsaal enthält unserer Meinung nach bedeutende Potenziale, unter anderem die Partizipation an der Vorlesung bzw. an dem Seminar hat auf andere Art und Weise und gesteigerte Art und Weise stattgefunden. Und das Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl hat sich durch die gemeinsamen Eingaben, durch die gemeinsame Arbeit und auch durch die gemeinsamen Ergebnisse, die man dann hatte, über die man geredet hat, auch teilweise humorvoll ergeben. Und natürlich, wie das eben schon angedeutet wurde, wurde auch gewährleistet, dass teilweise individuell Inhalte, Lerninhalte angeeignet worden sind. Und was man auch letztlich natürlich sagen kann, ist, dass das Prinzip BYOD, Bring Your Own Device, also mit dem eigenen Gerät dahingehen, dass es einfach recht komfortabel ist und man ganz einfach eine Session-ID erstellt und die App öffnet, beziehungsweise die Web-App öffnet und loslegen kann. So, allerletzter Satz. Noch eine Handlungsdisposition, die sich ergeben hatte, die eine Studentin auch gesagt hatte, war, dass man im Grunde eine Art persönliches Lernportfolio mit den Fragen und Antworten machen könnte, um mit den Folien aus der Veranstaltung, um sozusagen den eigenen Lernprozess auch nochmal dokumentiert zu haben und das ebenfalls übertragen hat auf andere pädagogische Situationen. Dann besten Dank soweit.